Ade Domski. Genau. Ade, was machst du denn? Warum bist du denn eigentlich heute hier? Ich verkaufe Drogen. Ja, geil, was hast du denn? Ja, nee, es sieht scheiße aus, weil es gibt kein Publikum. Ja. Aus naheliegenden Gründen. Das heißt, ich muss jetzt geregelter Lohnarbeit nachgehen. Mhm. Ich schrubb das Deck. Hier? Ja. Nur nie gesehen. Ja, deshalb sieht es ja auch so aus, wie es aussieht. Nein, ich wollte das nur kurz. Mach weiter. Ja, genau. Ja, aber im Ernst, wenn wir schon gerade bei dir sind, du bist hier als, was machst du, was hast du mit dem Off-the-Radar zu tun? Wer bist du dabei oder was? Ich war da letztes Jahr, Habe da eine Lesung gemacht, das war gut und mit ein paar Freunden da auch einen Büchertisch gemacht. Wir hatten da wirklich eine gute Zeit und ich mag eigentlich keine Festivals. Also ich finde das brät mir zu viel, das ballert mir zu viel. Ich finde es außerdem entwürdigend, ab einem gewissen Alter in einem Zelt zu schlafen. Also so dieses Reinkrabbeln und so ist null meins. Aber Thomas ist für mich immer so ein überzeugender Garant dafür, dass da irgendwas dran sein muss. Und er hat mal wieder recht gehabt. Du bist Fan. Oh, Fan. Ich fand es gut, mir hat es gut gefallen und ich wäre gerne dieses Jahr wieder da gewesen. Ja, ich auch. Ich hatte ein Ticket. Bist du Fan? Von was ist man schon Fan, ne? Ja, das ist die Fanisierung des Alltags. Ja, schlimm. Und zu euch beiden, Rosa, du bist auch hier als Off-the-Radar-Person. Genau, ich bin auch Teil von Off-the-Radar, so mit in der Geburtsstunde mit Thomas zusammen gewesen, seitdem alles und nichts bei Off-the-Radar. Bin immer noch mit vollem Herzen dabei und wir kämpfen gerade mit neuen Konzepten irgendwie in die Zukunft zu schreiten. Du bist die Namensgeberin dieses Festivals. Oh, das stimmt auch. Oh. du guckst mich an, ne? Ich guck dich auch noch an. Ja, dann haben wir die Runde auch bald durch so. Na, erstmal dann. Ja, also ich bin Thomas. Ich habe damals die berühmte Arschbombe zuerst ins kalte Wasser gemacht in Neuseeland. Aber über Neuseeland wollte ich heute eigentlich gar nicht reden. Genau, eher so um das Hier und Jetzt. Aktuell bin ich einziger Festangestellter in dem Verein, der hinter dem ganzen Festivals, das sind mehrere, die wir im Jahr machen, steht. Und eigentlich ist mein Hauptjob dabei, die Kuration, Booking für das Festival zu machen. Aber als einziger Festangestellter machst du natürlich auch alles. Da machst du auch die Klos sauber und so weiter. Ja. Der Verein, was ist das? Wie heißt der Verein? Ist das Off the Radar e.V. oder? Genau, der Verein heißt Off the Radar Hamburg e.V. Den haben wir 2014 gegründet, weil das steuerlich halt irgendwie gut war. Wir haben halt in Deutschland viele Sachen angeschafft, dann ins Ausland verschifft. Und da ging es halt so um steuerrechtliche Geschichten und um auch Kanäverfahren durchführen zu können und solche Geschichten. Okay. Wir haben den Verein gegründet und der ist jetzt quasi halt Veranstalter seit 2017 in Ofendorf auch. Und, okay, also soweit ich richtig mitgezählt habe, wäre dieses Jahr das vierte Off the Radar in Deutschland gewesen? Das vierte in Ofendorf, genau. Ja. Also in Hamburg machen wir ja noch das Umsonst-Festival auf dem Schröder-Stift-Gelände. Das ist die letzten Jahre Ende August, Anfang September gewesen. Und außerdem sind wir noch ein Teil des Fusion Festivals. Dort betreuen wir halt die Tubebox, halt eine Indoor-Bühne und betreiben da zwei Bars. Ja, genau. Wegen Hof Ofendorf, ich weiß nicht, wer jetzt gerade hier zuschaut und wie weit man das... Das ist ein Hof irgendwo im Norden Hamburgs. Du hast es vorher so nett aufgezählt. Wie heißt der Bezirk und wie ist das da so? Das gehört in den Landkreis Rendsburg-Eggernförde und die Gemeinde heißt Negenharri. Der Hof ist aber tatsächlich off the radar, also ich habe nicht mal Telefonnetz da. Also es gibt kein, also das Negenharri ist so 3 Kilometer weg. Bis zum nächsten Nachbarn sind es 800 Meter Luftlinie. Ja, es ist schön im Off. Ja. Also was mich beim ersten Mal überrascht hat, so ich war da relativ frisch in Hamburg, da steigst du in den Zug ein und eine Dreiviertelstunde später bist du eigentlich schon fast dort. Also das ist ja hier echt in Spuckweite so, dann das wahnsinnig nahe, sehr praktisch so für Hamburg. Ne? Genau, viele der Anwohner pendeln auch jeden Tag nach Hamburg. Für mich nicht nachvollziehbar, aber ist so. Okay.
Wenn wir es gerade vom Festival haben, so was man so immer im Buschfunk oder auch, was ich selber auch schon so dachte oder was man so hört, viele Leute, die hingehen, wie viele auch immer ich davon kenne oder sowas, aber sagen, keine Ahnung vom Line-Up, ich kenne da nur so 3-4 Sachen, aber ich gehe da hin, weil ich einmal dort war und es war mega geil und das spricht sich so rum. Ist das auch eure Wahrnehmung, dass das Festival so läuft? Oder? Ja, irgendwie schon. Also mir selber geht es ja oft so, dass wenn ich ins Line-Up gucke, was Thomas gebucht hat, so okay, wer ist denn das, wer ist denn das? Dann höre ich mir das an und denke so, wow, wo hat er die denn schon wieder ausgegraben? Ja. Also und ich meine, auf der Fusion, wo wir auch sind, ist das ja so ein bisschen auch das Gesetz gewesen immer, dass das Line-Up halt eigentlich nicht rausgegeben wird, bevor es losgeht. Ja. Und da haben sich die Leute halt drauf verlassen. Und diese kleine Lehre haben wir irgendwie, glaube ich, ein bisschen auch mitgenommen und gehofft, dass das bei uns auch funktioniert. Ja. Und was auch auffällig ist, ist jetzt nicht einfach nur eins der weiteren elektronischen Festivals, an der halt Techno oder irgendwie Spielarten davon kommen, sondern es ist halt viel Live-Musik, viel sehr abwechslungsreich, von Punk über Crust oder Hardcore bis zu Techno und so weiter. Ist das schon von Anfang an so gewesen? Ja, das kommt vielleicht ein bisschen daher. Also ich habe Mitte der 90er angefangen, in Hamburg Konzerte zu veranstalten. Zuerst in wechselnden Locations, also Pudel, St. Pauli, Clubheim, Blende zu Botnik in Ottensen und hat irgendwann 1999 im Hafenklang hat das erste Konzert gemacht und bin dann dort als fester Booker verpflichtet worden. Und ich fand das halt nachher auf dem Fusion Festival halt eine Chance, dort Bands auftreten zu lassen, die im Hafenklang publikumsmäßig durchgefallen sind, aber halt super spannend und eine super Show gerissen haben und die halt kein Mensch kannte. Und auf der Fusion hattest du halt immer so diesen Effekt, die Band steht eine Viertelstunde auf der Bühne und der Hangar ist brechend voll plötzlich, obwohl sie keiner kannte. Und also wenn man halt dann seit 20 Jahren halt Booking macht, dann driftet man, glaube ich, auch immer mehr in gewisse Nischen rein, hat so entwickelt, einen Sportgeist, Sachen zu entdecken, die, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Also die man halt quasi präsentiert oder die man halt eine Auftrittsmöglichkeit auf einem Festival gibt und wo das Publikum halt dann eh da ist. Die, ne? Also natürlich hat Off the Radar im ersten Jahr so auch von den Namen, glaube ich, also von den Namen her hatten wir nie ein größeres Line-Up. Das muss man, glaube ich, im ersten Jahr halt auch riskieren, dass man da halt ein bisschen mehr Geld investiert oder halt auch da mal halt den einen oder anderen, weil man sich so unsicher ist, ob es dann auch funktioniert. Ne? Ja. Also, wer soll denn da kommen, wenn keiner die Bands kennt und so weiter. Aber das hat sich halt so ein bisschen verselbstständigt jetzt. Also ich bin sicher, wir wären halt ohne Corona ausverkauft gewesen. Wir waren so 100, 200 Tickets vor Sold Out, als der Lockdown kam. Und ich bin ganz sicher, dass von den Acts kaum jemand irgendwas kannte. Das ist halt sehr faszinierend. Ja, also Sportsgeist ist dann schon so fast, dass man sagen könnte, dass es auch beabsichtigt ist eigentlich mehr und mehr, dass man sagt, okay, ich ziehe da irgendwie Zeug aus dem Hut, das die Leute jetzt erstmal nicht so kennen. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du gezielt Bands anfragst für einen Wochenendtermin in der Festivalsaison, dann kommen die Dollarzeichen bei der Booking-Agentur und das meiste kann man sich auch einfach gar nicht leisten, was man gerne hätte. Ne? Also das ist natürlich auch ein Grund. Aber wie gesagt, da ist inzwischen haben wir auch den Luxus, dass wir halt gezielt, weil wir halt uns auch Sachen trauen, experimentelle Musik, also so alles Musik, die halt so ein bisschen neben der Spur irgendwie läuft, das hat sich halt so rumgesprochen und dementsprechend kommen auch die Anfragen rein. Also es ist so am Tag 10 bis 20 Angebote, wo man sich halt irgendwie, was man kaum noch schafft, durchzuhören. Ne? Also ja. Das Booking war vor Weihnachten 2019 abgeschlossen. So. Zack, ja, das ist zügiger Zug zum Tor auf jeden Fall, dann, wenn das dann da schon fertig ist. Also du bist Überzeugungstäter als kulturschaffender Veranstalter und Booker und so weiter. Wie ist das bei dir, Ali, wie kamst du dazu, dass du in der Kultur oder irgendwie so, als du bist auch Musiker, alles Mögliche schon gemacht, wie kam es überhaupt dazu, dass du
in dem Sektor und warum bist du nicht zum Beispiel was anderes geworden mit irgendeinem Beruf so richtig irgendwo bürgerlich, keine Ahnung. Also ich habe es probiert mit, ich habe es tatsächlich probiert mit Studieren, bin da dann unehrenhaft entlassen worden und bin über die eine oder andere Band dazu dann wieder so reingerutscht, ein Label zu betreiben, was ich 20 Jahre gemacht habe. Ich bin da drin geblieben. Das würde dir wahrscheinlich auch so gehen. Oder dir würde es auch so gehen. Irgendwann gibt es dann so einen Punkt, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass es Leute gibt, die ein 13. Monatsgehalt kriegen oder die bezahlten Urlaub haben. Ja, die wissen, was ich meine. Ja, so, genau, man kommt nicht mehr zurück. Ja, ich finde das, ganz im Ernst, ich glaube, ich könnte nicht angestellt arbeiten. Also ich könnte es wahrscheinlich nicht mehr. Ich musste es auch nie, zum Glück. Also mir nie so, aber ich glaube, das würde, selbst wenn ich wollte, würde es nicht mehr gehen. Ja. Und man kann sich halt auch herrlich einärscheln dann tatsächlich. Also so nach dem Label 5 Jahre ein Filmfestival betrieben und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagt die Gesundheit, du solltest mal ein paar Gänge zurückschalten und dich mehr der Tastatur widmen. Ja, mit gebeugtem Rücken dann Texte schreiben. Nö, oder? Das nicht. Ja, genau. Ja. Schön. Wenn, wie ist das bei dir so? Kamst du da auch? Ich bin angestellt. Jetzt tatsächlich seit 3 Jahren gerade wieder. Okay. Und ich finde es gerade mega angenehm, dass ich mich entspannen kann. Die Kohle kommt rein jeden Monat. Ich gehe dahin, gehe nach Hause. Natürlich nimmt man mal was mit, aber es ist nicht so, wie wenn man selber seinen Laden oder irgendwie was hauptberuflich oder total von vorne bis hinten macht. Ja. Bei mir war es eigentlich so, ich bin quasi schon in der Unterhaltungsindustrie aufgewachsen, nämlich in einem Restaurant und habe ganz schnell Musik für mich entdeckt. Für mich war es dann ganz schnell klar, ich mache selber einen Laden mit Freunden auf, wo auch Musik und Kultur stattfinden wird und bin, ja, dann ging das so weiter, ne? Dann geht man da weg, kommt woanders hin und das rollt einfach, dann ist man in so einem Flow drin, aus dem man gar nicht raus möchte, weil das einfach auch eine unheimlich schöne Umgebung ist. Man trifft wahnsinnig gute Leute, kriegt wahnsinnig viel Input. Ja, ich möchte gar nicht anders. Ja, total. Also alles voll nachvollziehbar. So, gerade auch der Punkt, dass man die Leute, die man trifft, wie man unterwegs ist und was da so geht, ist auf jeden Fall vom Input her, ja, geht mir auch so. Auch wahrscheinlich deswegen irgendwie mehr und mehr hängen geblieben drauf, aber auch absichtlich. Wenn wir mal kurz reinschauen würden, wie das Gelände überhaupt aussieht. Also das Festival ist ja auch eines der Festivals, in dem wird nicht viel rumfotografiert, die Bands waren nicht aufgenommen, das ist in dem Moment dann, was da ist und dann ist es vorbei, ne? Richtig, genau. Ja. Also genau, die Kameras sollten da draußen bleiben und das kommunizieren wir auch halt im Vorfeld. Und das funktioniert auch ganz gut und wir selber haben, also wenn wir nach Bildmaterial oder Videoaufnahmen gefragt werden, kommt meistens nur ein Schulterzucken von uns. Ja, cool. Genau, aber wir haben jetzt im Rahmen eines Soli-Streams, da haben wir für unsere Startnext-Crowdfunding-Kampagne hat jemand oder ein Team kommen lassen und die sind da mit einer Drohne rumgeflogen und von diesem habt ihr eine Rohfassung bekommen und ja. Deppmaster, vielen Dank, das ist ein Künstler aus Berlin, der hat uns die Musik dazu geliefert. Und dem habe ich das erste Mal auf dem Off the Radar gehört auch, ja. Also ging da ganz kennengelernt. Toller Typ. Genau, ja, und dann schauen wir da mal am besten rein, das ist ein kleiner Rundflug über das Gelände, dann kann man sich das auch ein bisschen besser vorstellen, wie zumindest mal das Gelände aussieht. Ohne Leute. Thank you.
Hau raus. Gib mir eine Vorlage. Das waren ja schöne Bilder, ne? Das waren sehr schöne Bilder und ich möchte noch was sagen zu dem Festival. Ich finde, es ist immer ähnlich wie bei der Fusion. Es ist doch als Festival, ist es doch super, wenn die Leute sagen, wir trauen euch, diesem Festival. Wir trauen dem Line-Up, wir trauen der Stimmung, die da herrscht und das gilt für die Fusion, das gilt für das Off the Radar. Es gibt so ein paar Festivals. Das gilt auch für Wacken, absurderweise. Also das ist doch ähnlich. Also fiel mir gerade ein. Da, die Jägermeisterstände und so. Nein. Aber wenn dieses Festival vorbei ist, sind noch in der Nacht die Karten fürs nächste Jahr ausverkauft. Das ist das, was ich meine. Das ist so ein Vertrauen, was offensichtlich herrscht, dass euch, euer Publikum auch sagt, okay, es ist nicht wie Wacken, aber es ist so ein Vertrauen, das euch entgegengebracht wird. Die werden schon das Richtige machen. Das ist bei mir, also da stecke ich mittendrin. Und ich finde Techno echt scheiße. Aber ich würde da trotzdem hingehen und mir das angucken. Weil es gibt was anderes außer Techno und das ist nett da. Es ist wirklich nett. Kein Jägermeisterstände. Oh Mann, jetzt seid ihr wieder sauer. Ja, es tut mir leid. Von diesen Sachen gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt ja auch Clubs, die so sind. Es gibt ja auch Bands, die so sind. Wo eine Kapelle auf Tour ist, die keine neue Platte rausgebracht hat oder irgendwie sowas. Und die Leute gehen aber trotzdem aufs Konzert und finden es trotzdem geil, obwohl sie neue Stücke hören, die sie noch gar nicht kennen können. Und das ist so, finde ich schon, so ein bisschen die Königsdisziplin, wenn es da um Musik geht. Oder auch, was weiß ich, oder auch um eine Galerie oder um eine Lesung oder irgendwas. Wenn die Leute dem Ort oder den Menschen trauen, es ist mir egal, was die da jetzt machen, es wird gut sein. So. Ja. Alle, danke für das große Kompliment. Aber also ich persönlich empfinde uns noch nicht in so einem sicheren Orbit und habe uns jetzt auch vor Corona nicht in so einem sicheren Orbit gesehen. Letztes Jahr war das erste Mal, dass wir ausverkauft waren, richtig? Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Aber ich finde, was das Vertrauen anbetrifft, das Vertrauen finde ich, was die Leute in uns haben, finde ich echt erstaunlich. Also wir sind ohne Frage. Ja, ich wollte das jetzt nicht mindern, aber das Ja. Entschuldigung, ich wollte da nicht ins Wort fallen. Aber nee, alles gut. Also gerade halt diese vermeintliche Rettung, also ne, ich nenne es immer noch vermeintlich, weil das ist ja auch ein bisschen davon abhängig, was jetzt kommt, wann man wieder Tickets verkaufen kann, wann man normal weitermachen kann. Aber dass wir als so junges Festival, also quasi im vierten Jahr, so viel von dem Ticketumsatz, also mehr als die Hälfte des Ticketumsatzes haben die Leute uns einfach mal geschenkt. Das finde ich verrückt. Wow. Genau, plus noch diese Startnext-Kampagne, das ist schon großes Vertrauen. Auf jeden Fall. Und wir waren auch alle total vom Hocker gerissen, dass das dann jetzt doch so geklappt hat, auch wenn mit einem blauen Auge davongekommen, aber wir sind davongekommen. Ja, großen Dank, ganz viel Liebe an alle, die da mit beteiligt waren. Ja, also wir hatten die letzten Sendungen, wir haben das so ein bisschen hier mitverfolgt, weil wir auch schon, also ich spreche jetzt mal wir als Stubnitz, so, ich bin hier mit bei,
das schon auch so immer wieder auch gesprochen, empfunden haben, so da ist halt da draußen ein Festival in einer Dreiviertelstunde Fahrweite mit dem Zug irgendwie so, dass sich jetzt die letzten 3 Jahre sehr darum gekümmert hat, auch den Geschmack des Publikums mit aufzubauen. Also ich finde, das ist auch so die andere Seite. Man geht ja da hin, also mir selber ging das so, Zeug entdeckt, von dem ich nichts wusste irgendwie so, danach noch hinterhergegangen, wo die Band dann nochmal gespielt hat so. Und das macht ja schon, da bin ich dann auch voll bei dir so, das macht eigentlich ein geiles Festival aus, dass genau solche Momente passieren und man nicht einfach nur hingeht, weil man eh schon weiß, das ist das und das ist das und das ist das. Und dass dadurch so ein Zuspruch für euch da ist, so, na, das ist auch ein Stück weit, ich meine, es ist nicht nur Glück, es ist auch irgendwie zur richtigen Zeit ein geiles Projekt gestartet, das angenommen wird auf jeden Fall. Zum Thema Sicherheit und wie das weitergeht, weil du jetzt gerade auch so dann darauf eingegangen bist, so, so sicher ist das noch alles gar nicht in den Tüchern gelegt. So das erste Festival, was hier war, hatten wir im Vorfeld, war ja auch nicht irgendwie unbedingt auf Null rausgekommen. So. Und ihr kämpft ja schon auch darum, wirklich euch so längerfristig etablieren zu können. Deswegen sagt ihr auch beide so, das ist vorerst gerettet. Aber wie das wirklich weitergeht, ist unklar. Wie könnte es denn weitergehen, jetzt mit oder ohne Corona oder so? Gibt es da so Ideen von euch, oder? Ja, Ideen ist das eine. Das andere ist ja... Also man muss sich als Veranstalter ja auch dem bewusst sein, naja, also wir sind zum Schluss nachher dafür verantwortlich, dass dann, was weiß ich, 500.000 Leute im nächsten Sommer dahin kommen. Und also das, man trägt quasi das Risiko, so viele Leute auf einen Haufen zusammenzuholen. Ne? Wenn es dann irgendwie schief geht, ist so ein bisschen teufelchen links, teufelchen rechts. Ne? Also was macht man? Genau, also ja, schwierige Entscheidung. Aktuell sind wir dabei, uns für einen Fördertopf zu bewerben. Da geht es um Bundesgelder. Das nennt sich Neustart Kultur. Das ist gerade für Festivalveranstalter neu ins Leben gerufen. Da geht es darum, pandemiebedingte Maßnahmen sich fördern zu lassen, um die Kultur halt neu starten zu lassen, wiederzubeleben im nächsten Jahr. Ja, also ich habe zum einen den Eindruck, dass die halt von der deutschen Musikwirtschaft auch so ein bisschen auf die Kreativität der Veranstalter setzen, dass wir ja da auch dann halt mit Geld locken, wie kann man denn, was kann man denn für Ideen machen, um dann solche Veranstaltungen mit weniger Leuten nach entsprechenden Landesvorschriften wieder starten zu lassen. Also wir gehen da jetzt erstmal in diese Förderrunde rein, aber halt mit einer großen Unsicherheit, was tatsächlich nachher passieren kann, was es wird. Also gerade muss man sich ja auch vorstellen, dass man, wir haben einfach gerade nichts zu tun in dieser Richtung. Ehrlich gesagt macht das überhaupt keinen Spaß. Ich bin hier angetreten, um Musik halt breit zu treten und Freiräume dafür zu nutzen für Musik, für Kultur und auch für die Arbeit in der Crew, also mit den Leuten zusammenzuarbeiten, das ist das, was Spaß macht. Aber jetzt da so stumpf diese Förderanträge und halt vorher halt die Ticketkäuferinnen um Geld betteln, ja. Alle um Geld betteln, dass es irgendwie weitergeht, das ist irgendwie nicht so geil. Also ich hatte gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht durch diesen Fördertopf, den es gerade gibt, dass man wieder in die Veranstaltungsplanung reingehen kann, ja. Aber halt, das ist voll der Blick in die Glaskugel gerade noch. Das ist, uns geht das hier auch so, Neustadt Kultur ist quasi das Schlagwort seit Wochen im Gang, Speak irgendwie so, man macht da viel und was ich jetzt so auch sehe, ist im Endeffekt, du musst ja eigentlich Kalkulationen machen und Planungen für die Zukunft, von der gar nicht klar ist, wie viele Leute du irgendwie aufs Gelände holen kannst, wenn überhaupt und wenn, dann wie. Und dann kannst du eigentlich, du kannst ja kaum kalkulieren, wirst aber eigentlich schon aufgefordert zu kalkulieren. Und dann steckst du da in so einem Zahlenmassaker, von dem du nicht weißt, wie du sagst, so Glaskugel eben so. Ja, das ist auch zum Beispiel bei dieser Förderung jetzt ein Problem oder eine Problematik, dass man sich quasi mit einem Konzept schon bewerben muss und wie willst du ein Konzept schreiben, wie willst du es anpassen, wenn du gar nicht weißt, was dann erlaubt ist. Auf der anderen Seite, wenn du dich auf dieses eine Konzept einlässt, musst du es dann auch genauso durchziehen. Und du hast dann, also wir befürchten halt, dass wir dann nicht mehr genug Flexibilität haben, ja. Dann zu reagieren auch.
Und was mir auch bewusst wurde, jetzt auch im Vorfeld, als wir nochmal geredet haben, das ist ja schon auch Ländersache. Das heißt, das läuft in Hamburg, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Thüringen jeweils anders. Also so woanders sind die Zahlen für zulässigen Zahlen ja, unterschiedlich. Richtig, also wir haben das schon, also wir sind schon diesen Sommer drauf gekommen, hey, wir können kein Festival mit 2000 Leuten machen, aber vielleicht können wir ja an 5 bis 10 Wochenenden gewisse Branchen, Nischen, die halt nicht laut sind, natürlich keine Pogo-Konzerte, keine Raves, sondern eher so Konzepte. Ich habe mit Ale zum Beispiel über ein Wochenende, wo es nur um Lesungen gehen sollte, halt so ein Konzept den Ämtern präsentiert. Es ist ja dann auf kommunale Ebene runtergedrückt und diese kleinen Gesundheitsämter und Ordnungsämter sind einfach komplett überfordert gewesen damit. Die dann, also sehr, lasst mich damit in Ruhe, es tauchte jedes Mal ein neuer Sachbearbeitername auf. Also die Verantwortung wurde sich so ein bisschen hin und her geschoben und es ist alles gescheitert. Und das sind aber die gleichen Leute, die jetzt halt ein größeres Projekt, was wir uns jetzt gerade, wofür wir uns bewerben, also dass man zum Beispiel das Off-the-Radar-Festival 2021 zweiteilt, also sprich mit vielleicht 1000 Leuten versucht, da ins Rennen zu gehen, die sollen das dann genehmigen. Das also, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wiederum waren wir vor 2 Wochen in Sachsen-Anhalt auf Tour und sind da zufällig an ein Gelände gekommen, wo ein genehmigter Rave mit 400-500 Leuten stattgefunden hat. Und dementsprechend gehen da jetzt auch einzelne Festivalveranstalter unterschiedlich ins Rennen. Und ich glaube, das führt so ein bisschen zu einer Wettbewerbsverzerrung. Also das heißt, ihr könntet den Hof nicht umziehen irgendwo, also der ist ja, und dadurch, und andere, die vielleicht nur ein paar fliegende Zelte haben, so, die könnten, meinst du das mit Wettbewerbsverzerrung, dass die dann halt einfach nach Sachsen-Anhalt gehen können so, oder? Nee, einfach dadurch, dass halt jetzt jemand, der in Sachsen oder Sachsen-Anhalt ein Festivalveranstalter ist, der kann einfach mit ganz anderen Konditionen oder Umgangsformen damit rechnen, als wie ich weiß, wie es bei uns jetzt laufen wird. Ne? Also Schleswig-Holstein hat ziemlich krasse Vorschriften, was Veranstaltungen anbetrifft. Und die für uns zuständigen Ordnungsämter, irgendwie ist denen auch Kultur, glaube ich, so ein bisschen egal. Also, ja. Ja, egal oder halt zumindest so, was ich den Eindruck habe, so, selbst bei gutem Willen kein wirkliches Verständnis, wie Kulturarbeit vor Ort, also wirklich so in der Praxis dann aussieht, also wie das dann umgesetzt wird, wenn du dann eine Veranstaltung machst oder wenn du dann auch eine Lesung oder auch ein Rave, also so, da ist sehr wenig Verständnis da, wie sowas überhaupt abläuft. So, dann wird das gehandhabt, wie wenn das ein Peter Maffay-Konzert ist oder so, aber ist es halt nicht. Irgendwie, worum mir der jetzt eingefallen ist, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht ein guter Moment, um mal bei Pisse reinzuschauen. Die waren zweimal bei euch oder sowas schon, ne? Ja, Pisse war im ersten und im dritten Jahr bei uns und sind gut befreundet mit der Band. Ja. Ja, und, das wollte ich auch nochmal ganz genau, also wir hatten ja vorhin das Thema Booking, da geht es jetzt nicht nur darum, dass halt Musik hören und buchen, sondern da ist auch sehr, also wir gucken auch sehr viel, ich gucke auch sehr viel auf die Menschen, die dahinter stecken, also die Künstler selber. Das ist uns auch nochmal sehr wichtig, dass das halt alles auf Augenhöhe passiert, dass da dass arrogante Künstler einfach nicht gut ankommen bei uns, aber dass man die Herzensleute immer wieder gerne einlädt und was auch, also da entsteht halt so eine Aura um diese Künstler und das ist ganz wichtig bei uns halt, also welche Menschen stecken dahinter. Ja, auch dass das Miteinander eher so ein bisschen verschwimmt von wegen Veranstalter, Band und auch, und selbst wenn das noch mit den Leuten harmoniert, die das Publikum sind und das dann so eine Mischung gibt, das ist halt das, was dann auch nur Leute verstehen können, die diesen Moment mal live erlebt haben, so. Sei es jetzt vor oder hinter der Bühne. Pisse war 2018 hier bei uns, der Harald hat die mal hierher gebracht für eine nette Nummer und da wird man jetzt mal einen Track reinschalten, würde ich sagen. Feuer.
So, kurz mal Kopf gereinigt, ne? Das ist nicht schlecht. Was ich noch fragen wollte, wir hatten es vorher von Wacken und von Jägermeisterständen und so weiter, was schon, jeder, der dort war, jede, die dort war, weiß das, aber ihr macht das Festival komplett kommerzfrei, also man kriegt da keine Logos ins Gesicht gedrückt, wenn man durchs Gelände läuft. Und ist das schon immer so, auch Überzeugungstat, da das rauszuhalten, was woanders scheiße ist? Auf jeden Fall. Das war uns schon immer ein Herzenswunsch, dass man einfach die Umgebung und auch die Gestaltung und die Künstler wahrnehmen kann, ohne da irgendeine andere Werbebotschaft zu haben. Also die Kunst selber sollte dann doch die Botschaft sein. Deshalb wirst du bei uns auch keine Red Bull oder irgendwas Poster sehen oder auch die Bühnen heißt nicht so. Und ja, Prinzip Augenhöhe, das war uns vom Anfang an das Allerwichtigste. Auch in der Arbeit zusammen. Also wir sind, man liest jetzt vielleicht, wir sind ein Verein, dann denkt man, oh, die sind total strukturiert und haben da ihre Hierarchien. Wir sind halt eigentlich ein Kollektiv, da gibt es immer verschiedene Meinungen. Ja. Da wird auch nicht immer in die gleiche Richtung gezerrt. Aber am Ende finden wir dann doch zusammen und ziehen am selben Strang. Und diese Augenhöhe zu behalten, auch gegenüber dem Publikum, fanden wir schon von Anfang an super wichtig. Das sind ja die Basics quasi bei uns. Ja, das ist also so, keine Ahnung, die Organisationsstruktur von Vereinen, die solche Dinge machen wie ihr, oder auch im Endeffekt ist es bei uns ja auch so, es ist mitunter auch mal, es gibt diffuse Phasen und das Kollektiv ist nicht immer nur so ein reiniges, ein einziges Wir, sondern es sind halt lauter Ichs, die da unterwegs sind. Insgesamt, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, ist das eine prekäre Veranstaltung für die ganzen teilnehmenden Organisatorinnen? Also, oder ist das, kommt ihr damit gut klar, das Festival zu machen? Du sagst, du bist gerade in einem festen Job irgendwie so. Du bist der einzige Festangestellte gerade. Wie läuft das von der Gesamtstruktur? Zahlt ihr da viele, alle Honorare aus? Wie hauen die Leute da irgendwie so, die da zusammen sind, das zusammen so hin, dass das funktioniert? Also
Also ja, das, da gibt es natürlich auch Unterschiede. So, also im Sommer an einem Wochenende findet man, also wir brauchen, glaube ich, für so ein Festival um die 20 Ton- und Lichttechniker zum Beispiel. Und jetzt so findet die mal ehrenamtlich. Also ja. Das ist, genau, natürlich können wir nicht die Honorare zahlen, die sie am Rock am Ring bekommen würden. Oder, aber natürlich, ja, ohne Idealismus geht das Ganze nicht. Also diese Arbeit, die auf den Punkt abzielt und irgendwie alle stehen also zwei Tage vorm Festival um 8:30 irgendwie auf der Matte und arbeiten noch bis morgens um 3, also so ein Arbeiten, was irgendwie gesellschaftlich nicht vorgesehen ist, also sage ich mal, weil es ja keine entsprechende Entlohnung dafür gibt, also ja. Auch meinen eigenen Stundenlohn mag ich gar nicht ausrechnen oder irgendwas, das fasziniert uns alle, dann, weil das ist ja das zusammen so, ne? Und das macht es auch irgendwie politisch, weil das halt hat da jetzt nicht dieses klassische Stechuhr-Lohngefüge. Genau. Ja. Ja. Apropos politisch, ihr macht, steht auf der Homepage und ich selber habe das auch so auf dem Gelände erlebt irgendwie, ihr macht mit Cardus zusammen eine Kooperation. Ganz kurz, ich glaube, Arne wollte noch zu dem Thema was sagen. Oh, ich habe dich übersehen aus dem Augenwinkel. Ne? Nur weil ich einmal Wacken gesagt habe, danke dafür. Nein, was ich meine ist, ich glaube, kann es sein, dass es genau das ist, was du beschreibst, wie ihr euer Festival macht, was euch so dubios für so Ortsamtstypen und sowas macht, weil ihr macht ja etwas anders als die anderen. Und das ist das, dass ihr dann vielleicht komisch angesehen wird oder das stimmt irgendwas nicht oder das sind so komische Typen oder so, dass das dann leichter ist, euch am langen Arm verhungern zu lassen, als jetzt, keine Ahnung, ein Feuerwehrfest oder was auch immer. Ja, also so bei den ersten Gängen zum Amt kann ich das so ein bisschen bestätigen, dass man da schon so ein bisschen komisch angeguckt wurde und die haben sich da wahrscheinlich vorher auch mal dann so eine Internetseite angeguckt und aber das hat dann wahrscheinlich schon mal wieder so krass, also oder also weil das wirkt ja dann doch, das ist ja alles professionelle Arbeit, das sind ja auch alles Profis, ne? Und wenn die dann, die kommen immer am ersten Festivaltag nach Mittagszeit, also das Gelände ist eigentlich dann schon gut am Laufen danach geben die oder sind die so kurz davor, einem das Du anzubieten und auf Du mit dem Amt durch Off the Radar. Ist das dann, ihr seid dann, ist es dann auf Du oder knapp kurz davor? Nein, das ist es nicht, noch nicht. Nein. Also dieses Jahr wäre es soweit gewesen, aber nein. Ja. Was ich gerade noch, oder was ich vorher meinte mit Cardus und dass ihr nicht nur ein Festival seid, das einfach nur ein paar Bühnen bespielt irgendwie so und eine stabile, geile Crew seid und das dem Publikum vermittelt. Ihr macht mit Cardus zusammen noch eine Kooperation oder seid mit denen verbandelt ein bisschen? Und ist das, also ich habe einen Workshop mal irgendwie auf dem Festival mitbekommen, der da war und ansonsten schwingt der Name auch oftmals bei euch mit irgendwie so, jetzt ragt ihr schon länger mit als Unterstützende oder sowas, oder wie ist das? Ja, das gibt ganz viele personelle Überschneidungen bei Cardus, also da die Rettungssanitäter, die bei uns auf dem Festival sind, die kommen von Cardus, aber ja, das ist das gleiche Netzwerk, wo wir irgendwie herkommen und wie gesagt, also die Leute hinter Cardus gehören zum Teil halt auch bei uns in den internen Kreis. Ja. Und, ja. Also, Rosa. Und dadurch ist das irgendwie ganz natürlich zustande gekommen. Also schon im ersten Jahr Neuseeland. Ja, das, also genau, es fing irgendwie an, dass also irgendwann sind da halt alle weg auf dem Gelände, aber der Müll ist noch lange nicht weg und das ist halt und es klebt alles noch und es sieht irgendwie doch noch scheiße aus. Und es stinkt. Und genau, und ich weiß noch ganz genau, wie wir da zu zweit oder zu dritt in dieser Sonne irgendwie diese Müllsäcke irgendwie wieder aufreißen mussten, weil da Glasflaschen drin waren. Und, das war, und dann zum Schluss denkt man dann doch, hey, aber am Ende von so einem Festival hast du halt diese riesigen Müllberge. Du hast ganz schön viele Leuten einen dollen Kater gemacht. Klar, auch eine gute Zeit. Aber das kann es ja irgendwie nicht nur sein. Und was dazu kommt, also Neuseeland hat ja auch ein bisschen damit zu tun gehabt, das Festival-Equipment, was hier im Winter nicht benutzt wurde, haben wir ja verschifft. Also haben wir in Neuseeland benutzt und dann gab es dieses Neuseeland nicht mehr und dann sind wir ja drauf gekommen, man könnte ja
diese Tools und die Manpower auch einsetzen für, naja, und dann hatten wir halt 2014, 2015 und an den europäischen Außengrenzen war die Kacke am Dampfen und dann sind wir halt mit einer Feldküche losgefahren und da war das halt noch nur Border Kitchen und Jakados haben wir dann ganz anders supportet, die haben wir eher mit den Netzwerken in die Musik rein geholfen zum Spendensammeln, da ging es um das Mobile Hospital, also eine Klinik, die in Berlin zusammengeschweißt wurde und die dann bis Mosul durchgefahren ist am Ende. Mhm. Und die haben wir halt über Spendengelder zum Teil mitfinanziert, solche Sachen gemacht. Ja, war, die Kacke war am Dampfen damals und ist immer noch, wenn man so in die Nachrichten guckt, ohne jetzt hier, ja, aber ist halt so, ne? Es ist alles immer gleichzeitig und Moria brennt und woanders liegen, es sind auch Millionen Leute irgendwie im Libanon und das ist, ich denke auch, da sollten wir auch als Kultur- und Konzertveranstalterinnen und so weiter einfach auch, ja, das, was man tut, trotzdem noch verbinden mit dem großen Blick nach draußen so. Bisschen schwer jetzt gerade so mal gegen das Ende hin, das so rauszuhauen so, aber es ist halt einfach so da draußen, ne? Von eurer Seite, Off the Radar 2021, mal sehen, was da passiert. Im Schröder-Stift oder so, gibt es da Möglichkeiten, die ihr jetzt gerade noch dieses Jahr Kleinigkeiten machen wollt, könnt oder so? Oder kann man damit nächstes Jahr, passiert was? Nee, leider nicht. Also Schröder-Stift, ja, das ist ja auch so ein Verein und da sind Bewohner da und denen war das zu heikel, einfach halt eine unbestimmte Zahl von Leuten auf den Platz zu holen. Das haben wir halt dann auch schon rechtzeitig abgesagt. Also ja, da wäre vielleicht jetzt am Ende im September noch was gegangen, aber für uns ist das ja abgehakt.